Nicht nur das Thema Asyl und Migration, eigentlich alle Themen, die bewegen und polarisieren, spielen in den sozialen Netzwerken eine große Rolle. Gerade im Nahostkonflikt als aktuellstes Beispiel gibt es eine Schwemme von Videos, Statements, Aufrufen, auch von Influencern für die eine oder andere Seite. Vermeintliche Fakten, die kaum zu überprüfen sind. Das trägt vor allem dazu bei, die Fronten weiter zu verschärfen. Vor allem die Jugend nutzt Instagram und TikTok mittlerweile als Hauptinformationsquelle. Und da sind natürlich auch Parteien und Politikerinnen und Politiker längst angekommen. Was bedeutet das und welche Folgen hat das? Und über diesen spannenden Komplex kann ich jetzt mit Johannes Gemko vom Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt sprechen. Schön, dass Sie da sind. Guten Morgen, Frau Klein. Warum, vielleicht zum Einstieg kurz, warum spielen soziale Plattformen, Instagram, TikTok, eine so große Rolle bei Jugendlichen? Nun, diese sozialen Plattformen ermöglichen den Jugendlichen natürlich, sich auszuprobieren in einer Phase, in der sich in der Jugend die Identität herausbildet, das heißt die Frage stellt, wer bin ich, wer möchte ich sein, bilden diese Plattformen eine wunderbare Möglichkeit für die Jugendlichen, sich hier auszuprobieren, Identitätsentwürfe zu konstruieren, sie wieder fallen zu lassen und vielleicht wieder neu aufzubauen und sich natürlich auf eine ganz niedrigschwellige Art und Weise mit anderen Menschen in Verbindung zu setzen und sich zu unterhalten. Stehen Nutzen und Kompetenz im Umgang im richtigen Verhältnis? Also das soll gar nicht herablassend wirken, von oben herab wirken. Die Frage ist, können Jugendliche, wenn sie TikTok früh schon nutzen, Fakten von Fake News schon unterscheiden? Nein, auf keinen Fall. Diese These gab es ja und gibt es immer noch und steht immer wieder im Raum, dass wir hier sozusagen mit einer Generation zu tun haben, die per se aufgrund ihres Geburtenjahrgangs sehr gut mit digitalen Medien umgehen kann, vielleicht auf einer technischen, vielleicht auf einer instrumentellen Ebene, aber doch nicht auf einer kritischen Ebene, in dem es darum geht, Wahrheit von Desinformation zu trennen, Fakten von Fake News. Aus dieser, wie Sie gerade auch schon gesagt haben, aus dieser medialen Kakophonie, die wir zu bestimmten politischen Themen sehen, das Richtige auszuwählen, nein, das ist für viele Menschen ein Problem. Und gerade in dieser hochdiffusen Zeit der Jugend ein noch viel größeres, und Nutzen und Kompetenz standen und stehen niemals in einem direkten Zusammenhang. Wir sehen das auch an den Daten. Viele Jugendliche sagen eigentlich, dass sie den sozialen Plattformen wenig Glaubwürdigkeit entgegenbringen, nutzen diese aber sehr oft für ihre politische Informationsbildung. Also auch da ist die Selbstpositionierung der Jugend schon so, dass sie differenzieren zwischen ihren eigenen Mediennutzen und mit ihrer Medienkompetenz. Ich frage Sie später noch, was da der richtige Umgang ist. Vielleicht jetzt werden wir einmal politischer. Jugendliche und junge Erwachsene sind einer Studie zufolge immer unzufriedener und wenden sich stärker der AfD zu. 22% der 14- bis 29-Jährigen würden dieser Aussage zufolge AfD wählen, wenn jetzt Bundestagswahl wäre. Welchen Einfluss hat da TikTok? Und TikTok hat seinen Einfluss, denn wir sehen, dass auf TikTok die AfD besonders erfolgreich ist. Lassen Sie mich kurz zwei Zahlen nennen. Die AfD schafft es, über 400.000 Impressionen, also Klicks, zu generieren mit einem Video. Die zweitplatzierte Partei ist da die FDP, die schafft es bei ca. 50.000. Also die AfD hat schon sehr früh erkannt, welche Möglichkeiten TikTok für ihre politische Ideologie bietet und hat diesen Raum sehr früh besetzt. Und wir sehen bei diesen 22%, die Sie angesprochen haben, dass diese Zahl korreliert mit der TikTok-Nutzung. Also je häufiger Sie TikTok nutzen, aber auch andere soziale Medien, desto eher sind Sie dafür bereit, populistische Parteien zu wählen. Das liegt natürlich daran, dass diese sozialen Medien den populistischen Parteien die Möglichkeiten bieten, mit ihren einfachen Lösungen, mit ihren teils drastischen Metaphern sehr viel Aufmerksamkeit zu generieren. Denn diese Plattformen funktionieren mit einem Algorithmus, der Emotionalität, Narrative der Skandalisierung und Emotionalität gutiert. Und das, was häufiger angesehen wird, weil es mehr Leute aufrührt, das bleibt länger sichtbar und hat eine größere Reichweite.
Jetzt ist aber Robert Habeck ja auch bei TikTok, neuerdings auch Kanzler Scholz bei TikTok. Und deshalb steigen da nicht die Sympathiewerte. Was macht denn die AfD anders oder in dem Fall muss man sagen besser? Nun, die Teilnahme anderer Politiker auf den sozialen Medien, jetzt zum Beispiel TikTok, die ist ja noch nicht so lange. Also da bleibt noch abzuwarten, ob da ein positiver Effekt entsteht. Ich finde es sehr gut, dass diese Politiker auch diese Kanäle benutzen. Aber wie schon gesagt, wenn sie natürlich sehr einfache Lösungen anbieten auf komplexe Themen, sie müssen sich überlegen, ein heute 16-Jähriger, der wurde 2008 geboren, der hat die Euro-Krise, die Finanzkrise, den langen Sommer der Migration 2015 hin zur Pandemie und jetzt die Energiekrise im Zuge des russischen Überfalls auf die Ukraine und den Krieg im Nahosten miterlebt. Da gibt es eine unglaubliche Wahrnehmung von Krisen und Konflikten in unserer Gesellschaft und da sind natürlich die einfachen, drastischen, auf Feindbildern beruhenden Lösungen, die Populisten auf den sozialen Medien den Jugendlichen anbieten, wesentlich einfacher anzueignen als Politiker und Journalisten, die versuchen, differenzierte Blicke auf diese komplexen Probleme zu bieten. Und das heißt, per se machen es diese sozialen Medien Populisten einfacher, ihre Angebote über Weltbilder und über das Selbstbild der Jugendlichen an sie heranzubringen, als es jetzt ein demokratischer Diskurs hier schaffen könnte. Johannes Gemko vom Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt. Vielen Dank für diese spannenden Einordnungen und spannend wird natürlich auch sein, ob TikTok irgendwann auch in Europa als Diskussionspunkt verboten wird und wie wir als Gesellschaft weiter damit umgehen. Ganz herzlichen Dank. Sehr gerne, vielen Dank.